In Child of Light Let's Play 2 schlage ich ganz viele Gegner zum Brei. Sehr gut, Herr. Ich begrüße alle, die jetzt noch sind dabei, trotz unserer Reime, die eher sind so lala. Man sieht's. So wie meine Springkünste? Achso, ich muss ja steuern. Entschuldigung. Ich bin schon gewundert, warum du nicht die Einzige. Das ist ein Gegner. Ich dachte, das ist ein netter Böse. Mensch. Oh, wie kämpfe ich denn? Erst wenn du dran bist. Jetzt bist du dran. Jetzt kannst du dir zum Beispiel Handeln aussuchen, also Action. Und dann Hieb oder eine der anderen Attacken. So. Du kannst auch mal Sternenlicht zum Beispiel machen, aber das dauert lange. Wir probieren das doch mal. Du musst jetzt nochmal A drücken. Jetzt ist sozusagen der Lichtstrahl auf sie gerichtet und jetzt... Und... Wow. Das hat reingehauen. Probier mal noch ein Hieb. Ja, du musst nochmal drücken. Du wählst immer erst die Attacke aus und dann den Gegner. Also du musst nochmal für den Gegner sozusagen drücken. Weil es können ja bis zu 3 Gegner sein. Achso. Levelaufstieg. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal. Dieses Mal wählen wir eine Fähigkeit. Eine Aufwertung halt. Ja, ist eigentlich egal, weil du in alle Richtungen jetzt gerade nur so eine Wertaufwertung hast. Such dir einfach eins aus, das ist eigentlich ziemlich schnurz. Hier in die Richtung haben wir noch nichts. Ja, dann machen wir das. Da-da-da-da-da-da. Da-da. Da-da-dam. Weiter geht's. Nach links, nach rechts. 3, 2, 1. Die Entscheidung fällt schwer. Doch nicht der Gia. Die springt hin und her. Da kannst du. Ja. Oh, was ist das? Ein ungeschliffener Rubin. Kannst du nochmal ins Menü gehen? Ja, natürlich. Und Okuli. Ja. Ein ungeschliffener Smaragd. Was kann denn der Rubin? Der kann, fügt nahe Feuerschaden hinzu. Aha. Also müssen wir uns merken, bei Erde ist das gut, bei Wasser schwach. Das hier ist Blitz, ist gut bei Wasser. Wahrscheinlich bei Erde nicht so gut. Nehme ich jetzt einfach mal an. Steht ja da zwar nicht. Steht nicht, wahrscheinlich hat es keinen negativen irgendwie Auswirkung auf Erde. Aber es ist nicht stark irgendwie. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt langsam uns merken, welcher Gegner auf was wie reagiert. Auch wenn wir jetzt noch keine... Wir haben ja noch keine Gegner mit Elementarfähigkeiten. Aber das kann ja noch kommen. So, dann setzen wir doch hier jetzt einfach mal den ein, oder? So, dann haben wir jetzt Feuerwiderstand um 8 erhöht. Keine Ahnung. Was bringt das, wenn man das hier einsetzt? Ach, guck mal, wir haben ja hier noch ein... Ach, die werden dann sozusagen runtergezählt. Deswegen, wir hatten tatsächlich 2 Smaragde. Ja, jetzt haben wir nur noch... Ich mich doch wundern. 0. So, jetzt haben wir 2 maximale Magiekraft. Das ist doch gut. So. Meinst du, ich sollte nochmal... Achso, hier komme ich eh nicht weiter, ne? Ja, da kannst du dann wieder runterspringen. Da oben komme ich ja nicht hoch, das ist zu hoch für mich zum Springen. Du kannst es nicht erzwingen, wenn es ist so hoch zum Springen. Aber da war noch ganz viel zum Sammeln. Neben all diesen Dingen, die wir sammeln, wir lassen die natürlich nicht vergammeln. Okay, ich glaube, ich habe sie alle. Ja. Kannst du weiter nach rechts laufen. Sonst werden wir noch in diesem Regen ersaufen. Das ist so dunkel, leuchte mir. Ach, guck mal, da geht meine Energie runter. Ah. Ah, du kannst also schon nicht ewig leuchten. Nee, ich kann nicht ewig leuchten. Du kannst da, glaube ich, auch hoch, oder? Okay. Hier muss ich springen. Na, Vorsicht. Durch das Dunkle dringen. Na los, greif sie an. Ja. Wie greife ich sie? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss einfach nur sie berühren, sozusagen. Auch wieder enthalten. So, warte mal, wer ist der Stärkere? Wahrscheinlich der hier. Ich mach mal das hier. Ja, das war ganz effektiv. Auf die. Genau. So. Die sind offensichtlich verwundbar durch dich. Guck mal, mit einem Schlag kaputt gemacht. Sehr gut. Okay, jetzt hast du es ja fast schon. Jetzt kannst du auch einen normalen Dieb machen. Genau. Genau, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Sammel die noch ein, die Blumen. Ja.
weiß immer noch nicht, wozu sie da sind. Laden die nur die Energie von ihm wieder auf? Wir finden es heraus später in diesem Spiel. Es gibt zu entdecken so unglaublich viel. Wir wissen eigentlich noch nicht, wie man irgendwie höher springen kann. Ach, guck mal, du kannst das jetzt nach hinten ziehen. Müssen sie öffnen, und zwar im Nu. Hm. Ah, da oben ist der Schalter. Der Hebel ist dort oben. Ganz schön hoch, Alter. Du kannst, glaube ich, wieder was machen. So. Ziehst du es erstmal nach ganz zurück? Wahrscheinlich müssen wir da hier hin. Hier kommt man ja gar nicht nach oben. Aha. Das deswegen ist der Trick. Muss die Kiste werden verschoben. Weiter? Ja. Da bringt es ja noch nichts. Genau. Geht's nicht noch weiter? In den kleinen Krater. Ach, vielleicht reicht das ja schon. Musst du nur auf den Deckel springen. Ja. Auf dem Deckel landen. Achso, ich muss gar nicht gegen alle kämpfen. Nö, ich könnte sie theoretisch auch festhalten, aber die sind ja am Anfang jetzt noch so schwach, dass wir die zum Aufleveln Punkte zum Grinden mitnehmen können, genau. Ja, mach doch einfach das wieder. Das hat doch sehr gut funktioniert. Ich halte dir mal die. Ich halte sie dir mal vom Leib. So. Au! Entschuldigung. Aber nach jedem Kampf sind unsere Lebenspunkte eh wieder aufgefüllt. Wir haben jetzt übrigens schon mehr als doppelt so viele wie am Anfang. Das nach gerade mal einer halben Stunde. Das ist doch sehr erfreulich. Hat eine Lernkurve, die mir gefällt. Naja, wie die alten Final Fantasy, wie die neuen Final Fantasy, auch wie jedes Final Fantasy eigentlich. Ah, da ist eine Tür. Aber die hast du ja alle nicht gespielt. Das heißt, als Vergleich sie heranzuziehen, ist vielleicht da nicht ganz glücklich. Da oben ist eine Pflanze, die du sammeln kannst. Das sieht ja lustig aus mit den ganzen Ventilen. So ein bisschen was Steampunkiges. Hm. Aber Märchen hat in meiner Ansicht sowieso immer schon etwas steampunkige Richtung. Oft. Weil ja Märchen keine klar definierte Zeitachse haben normalerweise. Also die spielen ja meistens nicht 1512, sondern so irgendwann halt. Ach guck mal, ich kann die... Irgendwann im Mittelalter. Ja, und dann hast du ja häufig auch Technologien da, die nicht normal sind für die Zeit. Ich glaube, du kannst hier raufspringen. Ah. Aber kannst du erst noch hier nach rechts gucken? Ja. Guck doch erstmal noch hier, ob es noch etwas gibt. Nee, nein, da okay. Komm ich nicht weiter. Dann hüpfe nach oben. Mal. Ich sammle mal was für dich. Sehr schön. Es ist ja auch doch keine Kinder. Oh nein, vielleicht gar ihre Eltern. Was meinst du mit Kindern und Eltern? Und wieder nach unten. Du bist ein toller Aufzug. Du kannst es ziehen. Aufzugportier sozusagen. Liftboy. Nach unten. Du willst ja da hinten hoch, denke ich mal. Vielleicht schieben. Vielleicht funktioniert schieben besser als ziehen. Sehr gut. Und dann können wir nämlich auch diesen erhöhten Punkt erklimmen. Papa, sehr schön. Nehme ich das mal gleich mit? Ja, ich nehme das hier gleich mit. Die Blumenenergie. Ich bin ja sehr gespannt, ob Aurora jetzt tatsächlich tot ist oder ob das nur so eine Art Fluch ist. Weißt du, ich meine, wir hatten jetzt ja gerade. Ein Märchen. Im Märchen stirbt doch niemand. Na, außer der arme Wolf immer. Das ist doch immer nur alles brutal. Ich denke mal, kann ich das irgendwie. Na, geh mal runter. Sonst sehen wir ja nicht, ob das was bringt. Okay. Geh mal runter. Nee, okay, ich kann es nicht festhalten. Kann ich die Tür vielleicht festhalten? Ja, dazu musst du noch... Ich muss ein Dings mitbringen. Ja. Die Frage ist nur, woher? Wo war denn der letzte? Der letzte Dings, um mal deine Fachbegriffe zu benutzen? Die mit dem Schalter, da kannst du nichts machen. Den hast du schon gedrückt, ja? Also, achso, es war der mit dem... für den Fahrstuhl, ne? Ja. Ich beantworte mir die Frage einfach selbst.
Puh, oh, geschafft. Aber gerade so. Junge, junges Dame. Junges Dame oder junger Fräulein, ne? Mhm. Ah. Sehr gut, dass ich kein Lyriker bin. Es würde nur nach hinten losgehen. Naja, aber beim Dichten muss ja die Grammatik nicht hundertprozentig korrekt sein. Das ist wahr. Das ist alles Stilmittel dann. Das ist, ja, das wollte der Künstler so. Das wollte der Künstler. Ja, mit falscher Grammatik rebelliert er gegen das Establishment. Reingelegt. Mal gucken, was ihn aufgelegt hat. Kritischer Treffer. Oh, das hat Schaden gemacht. Aber du bist zuerst dran. Mach doch wieder das, was sie sofort tötet. Ja, aber ist nicht der andere stärker? Sollten wir den nicht zuerst umbringen? Aber jetzt ist sie ja gleich dran. Wenn du sie jetzt tötest, bevor sie dran ist, dann macht das mehr Sinn. Lang ist okay. Das andere war sehr lang. Ich weiß nicht genau, aber... Ah, Mist, sie war doch noch vor dir dran. Na gut. Ja, mein Angriff wurde unterbrochen. Das ist ja unschön. Ich will den erstmal zu hauen. Also man kann auch noch Verteidigung offensichtlich machen. Das müssen wir vielleicht noch öfter nutzen. Aber wie denn? Naja, es gibt ja auch einfach als Auswahl. Du musst ja nicht immer eine Attacke machen. Du kannst ja auch Verteidigung machen. Behandeln. Und dann darüber ist ein Verteidigungssymbol. Verteidigung. Aber das bringt ja jetzt nichts, weil du bist dran. Also ja, und die anderen sind noch weit von dir entfernt. Mach sie kaputt. Sie endlich hier. Genau, also die Geister sind offenbar verwundbar durch Licht. Also da ist das schon sehr gut, dass wir diese... Aber der ist jetzt ganz nah. Dann kann ich den jetzt verteidigen. Mach doch mal Verteidigung, oder? Ja. Guck mal, das macht dann weniger Schaden, der hat ja eben deutlich mehr Schaden gemacht. Soll ich bei Ihnen auch mal ein Lichtding probieren? Probier's. Dann experimentieren ein wenig. Sehen wir, welche Schwächen er hat, welche Stärken er hat. Das war auf jeden Fall nicht unbedingt seine Stärke, das abzuwehren. Das war ein schwerer Kampf. Gab über 200 Erfahrungspunkte. Feen-Nektar. Wahnsinn. Oh, da sind Doppel-E und Doppel-N dabei. Wenn du nicht neugierig bist und das dir anschauen willst. Was ist das? Es gibt Stärkeaufwertung. Da wir relativ viel mit dem... Was ist da drunter? Kannst du mal da drunter gucken? Magieresistenz. Das ist die Magieresistenz. Dann geht es Richtung Ausweichen. Und also das hier ist unsere... Ich verstehe noch nicht so ganz. Unser Hieb sozusagen, der wird auf allen Bereichen aufgewertet. Und unsere Hauptattacken, also hier der Lichtstrahl und dieses Sternlicht, das wird nur jeweils auf ihrer Seite aufgewertet. Okay. Also hier unten gibt es hauptsächlich... Was ist das mit diesem Blitz nochmal? Was? Also es ist immer Magiekraft. Also da hast du einfach... Da werden die Zauber stärker, nehme ich mal an. Ich will stärker sein. Machen wir stärkere Zauber. Hä? Nein, ich wollte stärker werden. Ach so, na, weil wir gerade über die stärker... Egal. Nein. Nächstes Mal. Wollen wir gucken, was das Feen-Nektar, Feen-Klar. Wir haben schon drei Heiltränke. Ja. Brauchen wir bisher Gott sei Dank noch nicht. Achso, das ist für Magie und Lebenspunkte. Ja. Obwohl ich noch nicht so ganz verstanden habe, wie wir die Magiepunkte einsetzen und was die machen. Naja, wahrscheinlich kostet jeder Zauber ein bisschen. Wir haben noch nicht so drauf geachtet. Also du meinst jetzt die Licht... Naja, sicher, das sind ja deine Zauber. Okay. Muss ich da runter? Runter, ja. Kannst du noch nach links kurz gehen? Ach nee, da kommen wir her. Entschuldigung. Das war ja hier die Stelle. Ich hab's übersehen gerade. Wo die Tür nicht offen stand. Wo wir etwas tun mussten, um sie zu öffnen. Ah, da komme ich hoch. Ach, das ist ja das alte Kloster, ne? Das sieht auch gerade so kirchlich aus. Passt ja zum Tag der Aufnahme, denn heute ist Christi Himmelfahrt. Endlich sind wir an unserem Ziel. Vorsicht, hier wirkt ein Zauber, ganz subtil. Es reicht, wenn einer es vorliest. Dann liest ja immer nur du vor. Nein, bringt ja aber nichts, wenn ich was vorlese und du dann da mit reinsprichst. Okay. Ach so, und das hat, du musst dir anleuchten wahrscheinlich. Ach, guck.
Okay, oh, jetzt sind die roten Gläser gefüllt. Machen wir das Fenster kaputt, das finde ich aber nicht nett. Drehst du weiter? Okay. Upp. Warum machen wir das Bild kaputt? Vielleicht befreien wir damit diese Dame da in der Mitte. Ach so. Ich weiß es nicht, aber das möglich wäre es. Ja. Sie geht ja nicht kaputt. Nee, deswegen. Komisch, dass Lila schon kaputt war. Oh Gott, Königin der Nacht. Ich hätte mir sie doch lieber gefangen gelassen. Oha. Trau deinen Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint es real, die wollen unseren Tod. Sie sind beide. Ich halte ihn mal fest. Nah, oder? Ja, aber ich denke mal, für einen Angriff wird es noch reichen. Also für irgendeinen mittellangen. Mach mal vielleicht nochmal den, genau. Auf den vorderen, den hinteren halte ich fest. Das hast du doch auf den hinteren gemacht. Hä? Ah, okay, das habe ich nicht verstanden. Da kommt doch immer von oben so ein Lichtstrahl, der dann auf den zeigt, auf den du gerade... Ja, ja, ich habe den ausgewählt. Ich dachte, ich soll ihn auswählen. Du kannst Verteidigung machen, weil der greift dich doch jetzt an. Oder? Macht das Sinn? Das macht Sinn. Ja, das war gut. Und jetzt nochmal. Auf die Kacke. Genau, da stand doch eben, das kostet 4 Magie und wir haben jetzt auch schon nur noch 10 von 14. Achso, danach kann ich nur noch Hiebe ausführen. So sieht's aus. Sind beide verwundbar durch Licht. Das ist schon mal gut. Oh, Tempo erhöht. Ah, das ist nicht gut. Okay, dann versuch mal vielleicht, bevor deine Magie dir ausgeht, noch einen kaputt zu machen. Vielleicht den, der schneller ist. Okay. Genau. Warte. Genau, jetzt auf den hinteren und Attack. Ich halte den mal fest. Kann der mal sterben? Nein, das hat nicht gereicht. Mich stört ein bisschen, dass man nicht sieht, wie viel Lebensenergie die Gegner noch haben. Das kann ich leider nicht herausfinden. Ne? Welchen muss ich jetzt zuerst hauen? Den hinteren. Den, genau. Aber der andere ist doch viel näher bei mir. Ja, das ist ja jetzt ja Kampftaktik, also du musst ja gar nichts machen. Ich bin nur immer dafür, einen Gegner erstmal kaputt zu haben, aber du kannst gerne das machen, wie du möchtest. Du bist ja dran. Wir können nochmal einen Heiltrank nehmen bei Gelegenheit, aber eine Runde können wir noch warten. Ja, guck mal, den ersten haben wir schon kaputt. Der wird mich doch jetzt bestimmt. Der haut dich jetzt gleich, dann mach doch Verteidigung, genau. Toll. Ah. Ja, ist schwer einzuschätzen. Wir kennen uns ja noch nicht so aus mit den Zeitabläufen. Du hast die nicht vollständig gegangen. Aua. Das hat nicht so viel Schaden gemacht. Okay, jetzt kannst du ihn aber auch nochmal mit der dicken Attacke angreifen. Du hast ja noch. Achso, ich hab jetzt wieder. Ja. Ach, ich sammle wieder. Offensichtlich. Über die Zeit. Oder durch meinen eingesammelt. Ich weiß nicht genau, was es bewirkt. Ich werde es besser beobachten müssen. Okay, Hieb. Es wäre mir lieb, du drücktest Hieb. Ja, sehr schön. 800 Erfahrungspunkte und noch ein Level. Wow, das war viel, aber die waren ja auch groß und dick. Richtig. Ein bisschen wie ich. Naja, die waren schon schlank halt so. Hallo. Magiesternstaub, was ist das denn jetzt Schönes? Und vor allen Dingen... Na, Magiesternstaub. Das klingt doch so. Ich wollte so gerade reimen. So du reimest, du redest mir rein, während ich versuche zu reimen. Nicht schön. Möchtest du das vorlesen oder nicht? Nö, du liest doch. Nein, hä, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, dass jeder was liest und nicht du alles. Aber egal. Wer ist die Dame? Einst schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht.
Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Ergreifen, Madame, sind eure Worte. Ich muss drücken. Nochmal? Ja. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Red ich sofort, fallt ihr in Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befreie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr, auch einen Namen habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Ein Käfer, groß wie eine Nadel? Zu wenig, wie ich finde. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond, such im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweife nicht in die Ferne. Oh, da schwebt ein Leuchterstern. Genau. Leuchte, leuchte. Wie hilft er uns denn? Kann er uns tragen zu den Gestirnen? Oh, wir können fliegen. Oh, welch Wunder, welch Erstaunen, sagtest du. Flügel. Ich fliege wie eine Fee, als wäre es nichts. Oh, das ist cool. Das sieht toll aus. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu und behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du? Nie. Noch ein letztes, bevor ich von dannen ziehe. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich höre dich nicht, Kind. Sei auf der Hut. Okay, leb wohl. Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Gut, das Fliegen sieht recht spaßig aus. Im Westen viel Neues, wir ziehen gen Westen, aber erst in der nächsten Folge.